Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag und heute habe ich ein ganz spannendes, vielleicht auch kontroverses Thema für Sie. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht die ganz normalen und alltäglichen Themen in der Fotografie aufgreife, sondern sehr gerne auch mal so ein bisschen an die Grenzen gehe, vielleicht auch an die Grenzen Ihres Geschmacks, aber dafür sind wir ja da. Wir wollen einfach ein bisschen rausfinden, was passiert so in der Fotografie und wo kann man sich weiterentwickeln. Und als ich dann meinen Gestaltungskurs, der inzwischen gelauncht ist und der auch wunderbar läuft und funktioniert, erstellt habe, da habe ich mich mit den Gestaltungsregeln auseinandergesetzt. Und Gestaltungsregeln sind ja was ganz Wertvolles, weil sie einem helfen, Bilder angenehm und ansprechend zu gestalten. Das sind die Farbharmonie, das sind die goldenen Regeln, das ist die Dreiecksregeln, das sind die Storytelling-Geschichten und so weiter. Und dann kennen Sie doch sicher auch den Satz, den man sicher schon öfters gehört hat: Ein guter Fotograf muss die Regeln kennen, um sie dann zu brechen. Den Satz kenne ich auch schon ewig, aber ich muss gestehen, so richtig verstanden, was damit gemeint ist, habe ich nie. Natürlich ist klar, wenn man die Regeln kennt, dann kann man sich darüber hinwegsetzen und ja, seine eigenen Regeln schaffen oder seinen eigenen Stil durchsetzen, aber es ist so ein bisschen schwammig. Es ist nicht so ganz klar, wie und wann man da mit umgeht. Und da habe ich gedacht, da muss ich mal weiter rein und das werden wir heute machen und es wird sicher nicht ganz einfach und wenn Sie vielleicht keine so gute Laune haben oder wenn Sie vielleicht nicht so richtig damit zurechtkommen, jetzt etwas quer zu denken, dann schalten Sie lieber ab. Nein, ist natürlich Spaß. Es wird ganz lustig und es wird toll und es wird spannend. Machen wir ein kleines Experiment oder einen kleinen Ausflug in die aktuelle Fotoszene und in die Gestaltung der Fotografie. Und jetzt müssen wir, um dass wir auf das Gleiche verstehen, das Gleiche meinen, müssen wir ein kleines Symbol uns jetzt vorstellen. Stellen Sie sich vor, eine Tachonadel oder eine Kompassnadel, die immer in der Mitte steht und die nach links und rechts ausschlagen kann. Ja, so, also die Nullstellung ist die Mitte und dann kann die Nadel nach links ausschlagen und nach rechts ausschlagen. Und die benutze ich jetzt als Symbol für die Gestaltungsmöglichkeiten. Und ja, und wie funktionieren dann Bilder, die wir interessant finden? Es ist ja so, dass wir eine Bilderflut haben. Und diese Bilderflut kann man nur dadurch herausstechen, dass man ganz besonders gestaltet, auffällig, eigenwillig. Und das sind so die Attribute, man muss irgendwie etwas Besonderes schaffen, um da herauszustechen. Und jetzt nehme ich mal das Beispiel, ich gehe nach Paris und ich möchte dort Paris fotografieren. Und nehmen wir mal an, Sie haben jetzt den Eiffelturm im Blick und denken so, jetzt will ich als erstes mal den Eiffelturm fotografieren. Was machen Sie dann? Sie suchen sich eine schöne Perspektive, die wie aus dem Bilderbuch ist, weil das ist ein Bild, was die Leute dann toll finden, was sie selber gut finden. Dabei gestalten Sie im goldenen Schnitt, vielleicht bei Nebel, geheimnisvolles Licht oder Abendsonne. Also diese ganzen Möglichkeiten der Gestaltung nutzen Sie aus, um ein möglichst tolles, eindrucksvolles Bild zu gestalten. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Gestaltung, die auch gleichzeitig ansprechend ist, die lässt unsere Kompassnadel ganz leicht nach links ausschlagen. Also nach links ausschlagen heißt positive Emotionen durch Gestaltung erzeugen oder Aufmerksamkeit durch Gestaltung erzeugen. Jetzt kann man aber auch damit übertreiben. Das heißt, ich kann jetzt am Strand fotografieren und kann den Sonnenuntergang mit einer Palme, die ins Meer ragt, fotografieren. Ja, irgendwann wird es zu viel Gestaltung und dann wird es kitschig. Das heißt, die Kompassnadel schlägt immer weiter nach links aus und ganz links am Anschlag haben wir dann Regenbögen, Einhörner und rosa Einrichtungen. Ja, also ganz links ist der Kitsch. Und wir müssen immer die Waagschale finden zwischen: Wann ist Gestaltung gut, wann ist sie übertrieben und wann ist sie kitsch? Und dann gehen wir mal in die andere Richtung. Jetzt gehen wir wieder auf Null, wir sind wieder neutral. Jetzt gibt es auch Bilder, zum Beispiel Reportagen über Armut
Es gibt Reportagen über Obdachlosigkeit, über Krankheiten. Es gibt Reportagen über Krieg. Es gibt Kriegsfotografie. Und jetzt schauen wir uns doch mal die Bilder an, die in großen Zeitschriften gezeigt werden, die solche Zustände wie Krieg, Hunger, Armut darstellen. Dann sind das natürlich jetzt nicht mehr so die schönen Bilder, das ist ganz klar. Aber auch hier ist die Fotografie gefragt, diese Bilder ansprechend darzustellen. Also ein Beispiel, ein Obdachloser, das ist ja nichts Schönes, wenn man auf der Straße lebt, aber oftmals sieht man Obdachlose eben in einer kontrastreichen Schwarz-Weiß-Aufnahme an der Straße sitzen, etwas verträumt, einsam, der Hut liegt neben ihm. Und das sind eigentlich Bilder, die schon wieder sehr gestaltet sind, damit wir sie uns anschauen. Und das macht auch nicht vor Kriegsfotografie halt. Wenn man also mal die Zeitschriften wie Stern oder Geo oder andere anschaut, wo solche Fotos drin vorkommen, die sind meistens auch extrem ästhetisch. Jetzt nicht inhaltlich natürlich, wenn Krieg gezeigt wird, aber in der Fotografie, das sind Bilder, die erstmal sehr episch wirken, die uns erstmal zum Staunen bringen. Und dann, um dann eben, wenn wir die Aufmerksamkeit haben für die Bilder, dann können wir die Inhalte vermitteln. So funktioniert das Ganze ja. Also auch hier wird Gestaltung für die Aufmerksamkeit und für das Storytelling verwendet. Und auch hier kann man sagen, die Tachonadel schlägt jetzt nach rechts aus, wenn wir Gestaltung verwenden, um eben genau das zu vermitteln. Und auch da kann es eben ganz extrem zu viel werden, wenn das Ganze in einen gewissen Kitsch überschwingt. Und dieser Kitsch ist jetzt nicht der schöne Kitsch, sondern dieser Kitsch ist jetzt einfach auch diese Überspitzung der Darstellung, also dass man Soldaten im Schatten, im Gegenlicht der Sonne mit zerstörten Panzern, die aber auch als Silhouette fast schon heroisch im Feld stehen. Also Sie verstehen, was ich meine. Man kann es übertreiben. Und das ist dann eben, wenn die Tachonadel zu stark nach rechts ausschlägt. Dann haben wir eben das, was man dann eigentlich schon nicht mehr möchte, was eben dem Kitsch auf der anderen, auf der linken Seite der Tachonadel entspricht. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten der Übertreibung und auch der Gestaltung von verschiedenen Inhalten gezeigt. Und ich glaube, wenn man das jetzt gesehen hat und vielleicht auch verstanden hat, dann kann man mit dem Satz, wenn du die Gestaltungsregeln verstanden hast, dann kannst du sie brechen. Jetzt kann man mit dem Satz etwas anfangen. Nämlich, wir müssen, also ich rede jetzt davon, wenn wir das machen wollen, dann müssen wir, ich sage nicht, sie müssen jetzt immer und alle müssen, das meine ich nicht. Wenn wir aber dieses Gesetz anwenden wollen, dann müssen wir unsere Inhalte mit möglichst wenig Ausschlag nach links oder rechts vermitteln. Das heißt, wir wollen irgendetwas zeigen. Das kann ein Porträt sein, das kann eine Reportage sein, das kann eine Stadtansicht sein. Wenn wir es schaffen, etwas zu vermitteln, ohne diese Mittel der Gestaltung und des Kitsches oder der Übertreibung zu verwenden, dann haben wir genau das geschafft, dass wir die Regeln gebrochen haben. Und dann haben wir den Inhalt ganz frei von, ja, wie frei von Make-up. Man kann also sagen, als Vergleich, ich kann einen Menschen präsentieren, indem ich ihn super toll anziehe, megamäßig schminke und die Haare mache. Wie gut zeige ich dann dessen Charakter? Und ich kann natürlich auch einen Menschen ungeschminkt, einfach gekleidet und nicht mit gestylten Haaren zeigen, und als interessanten Menschen präsentieren und viel mehr aussagen ohne diese Gestaltungsmittel. Jetzt, das ist so ganz platt, aber es zeigt so ein bisschen, dass Gestaltung auch irgendwie zum Selbstzweck werden kann und den Inhalt überlagern kann. Und wenn wir das verstanden haben, dann kommen wir eigentlich zur zeitgenössischen Kunstfotografie. Also ich nenne das jetzt mal zeitgenössische Fotografie oder Kunstfotografie. Und es ist tatsächlich schwer. Es ist nicht einfach, ein Bild zu machen, das nicht die Attribute der Gestaltung verwendet, um Aufmerksamkeit zu bekommen und trotzdem einen Inhalt zu vermitteln, der verstanden wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass darin eine Riesenchance liegt. Und ich glaube, das ist eben die wichtigste Aussage dieses Satzes, also der Satz, die Gestaltungsregeln brechen. Wenn wir die großen Gestiken, also die Gestaltung, die Harmonie, die Flächenaufteilung, die Dramatik durch Licht und Schatten, wenn wir das weglassen, unsere Aussage also ganz schlicht rüberbringen,
dann haben Feinheiten im Bild eine ganz andere Chance. Ja, dann haben wir die Möglichkeit, dann sind wir nicht mehr abgelenkt von dem Großen und Ganzen, dann sehen wir ein Bild, was vielleicht erstmal ein bisschen, was soll ich jetzt mit dem Bild anfangen? Und dann können wir uns darin verlieren und dann haben viele kleine Aspekte des Bildes eine Riesenchance, auf uns zu wirken. Und ich denke, genau so sollten Sie zeitgenössische Kunst und zeitgenössische Fotografie betrachten. Ich glaube, das ist der Weg hin zu dieser zeitgenössischen Fotografie. So, das war jetzt relativ kurz und relativ viel gleichzeitig und vielleicht haben Sie es noch nicht so ganz verstanden, was ich damit meine. Vielleicht auch, ja, Sie können das jetzt trainieren und ich nenne Ihnen jetzt mal 5 Fotografen, die meiner Meinung nach genau die zeitgenössische Fotografie verinnerlicht haben und deswegen auch von vielen Menschen nicht verstanden werden. Und jetzt untersuchen Sie die Arbeiten dieser Fotografen mal auf das, was ich hier in diesem Video gesagt habe. Ich weiß, es ist ein bisschen wie eine Vorlesung an der Uni. Ich gebe Ihnen eine Aufgabe. Aber es lohnt sich. Und wenn Sie sich damit mal beschäftigt haben, verstehen Sie vielleicht viele Sachen in der Fotografie, die Sie vorher so nicht gesehen haben. Die Fotografen, die ich jetzt nenne, werde ich nicht verlinken, weil die habe ich auch nur, also ich kenne die Fotografen, deren Arbeiten kenne ich, aber die kann man durch Googlen ganz einfach finden, auch die Bilder, das muss ich jetzt nicht verlinken. Das wäre einmal Jeff Wall, die Namen stehen unter dem, also in den Shownotes oder unter dem Video bei YouTube. Dann Martin Parr, ganz toll, ganz spannend, ganz witzig. Henrik Kerstens, Nan Golding und einer meiner Lieblings-zeitgenössischen Fotografen ist Jürgen Teller. Schauen Sie sich die Sachen an und klicken Sie die nicht gleich weg, wenn die Ihnen nicht gefallen. Es ist so viel mehr drin, als man vermutet. Ja, in diesem Sinne, das war mal wieder ein Podcast, der die Fotografie so untersucht hat, wie sie vielleicht wirklich sein kann und wie Sie sie vielleicht aus dem Alltag und von Instagram nicht kennen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mal wieder aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.